Heute zeige ich euch alle Dillhans Standorte, was es für Sachen hier alles gibt. Wir fangen mit dem Kaufladen an, was es für Easter Eggs gibt einfach hier. So Sachen, so spaßige Sachen. Ja. Ist doch eigentlich eine gute Idee, oder? Eigentlich schon. Hallo. Nur nicht hüten, schau dich ruhig alle in Ruhe um. Ja, gerne. Ich kaufe einmal das hier. Danke. Alle, nur einfach alle netten Leute. Schauen wir uns einfach mal alle an jetzt hier. Alle lustigen Sachen. Ich gehe jetzt mal zum Ramschmarkt. Der ist hier, der ist nett. Der ist auch lustig. Der... Okay, der ist geschlossen schon. Dann gehen wir jetzt zum Hotel. Gut. Gehen wir jetzt zum Hotel. Gute Idee. Ah, schöne Musik. Ja, so weit wird es denn nicht kommen, ne? So, ja, nicht schon. So weit sind wir gekommen, insgesamt. Ist nicht viel eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Okay, naja, gut. Ach, diese Musik ist so schön immer. Das Spiel ist irgendwie immer Herz noch immer so, so schön drin irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ist irgendwie immer in meinem Herzen drin so ein bisschen. Ich kann ja sagen, alle Einkaufsmöglichkeiten kann man auch sagen, oder? Eigentlich schon. Im Laden, also im Spiel können wir ja schreiben. Ist eine gute Idee eigentlich. Ja, hier schön. Jetzt haben wir wieder mittags. Oder auch morgens, wie auch immer. Genau. Alles sehr gut. Wir trinken auch nicht mehr so viele Wein und Bier. Schön. Gut. Was ist denn jetzt los? Aufgepasst, Bürger. Lass uns schon mal den Motorrad fahren laufen. Bald findet wieder ein Rennen statt. Wer daran teilnehmen will, der sollte sich schon nichts in Stadt unseren Rolleuro restieren. Aha. Ja gut. Das ist nett von dir, danke für den Tipp. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Ramschmarkt, der ist gut. Naja, dann gehen wir jetzt hier rein. Oder hast du? Nee, der hat auch auf, okay. Ich würde sagen, alle Händler, würde ich mal sagen. Weil man kann ja nichts kaufen. Im anderen Laden, im Ramschmarkt kann man ja nichts kaufen. Deswegen gehe ich jetzt nur in dieser Art und sage einfach alle Händler in Dillers, die Burgers alle. Genau. Verkäufer. So. Ich gebe einfach da jetzt mal von 3 ab. Von Schuppenstein. Aber super Video, danke. Und davon gebe ich die auch hier ab. Danke. Haben wir ja viele Sachen heute. Wow, gar nicht schlecht im Spike. Ich habe jetzt alle Mitral, um den Kraftempfänger zu bauen. Oh, es macht dann 800. Soll ich gleich loslegen? Ja, gerne. Verstanden, ich liefere das Teil in die Werkstatt, wenn es fertig ist. Nun denn. Darf es noch was sein? Nee, es darf nichts mehr sein. So, und jetzt brauchst du das und das und das. Ja. Bitte, Leute, das war's mit diesem Part von Let's Play, die dann DT Workers. Wird eigentlich Spaß, deswegen sage ich einfach jetzt nur. I love you!